Moin, moin, Leute, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Das Warten hat sich gelohnt. Ich habe heute für euch den P10S Guide und ich werde auch direkt morgen den P11S Guide raushauen. Ähm, ging leider nicht anders. Neuer PC, neues Setup. Ähm, von daher war ja einiges zu tun. Nichtsdestotrotz ähm, bedanke ich mich für euren Support auch in der letzten Zeit. Ähm, wenn euch das Video gefällt, vergesst nicht, dem Ganzen ein Like zu geben. Und um wenn ihr noch nicht habt, abonniert den Kanal. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Los geht's wie immer nach dem Intro. Ja, starten wir auch direkt mit dem Guide. Ähm, hier vorab die Waymarks, die sind vor allem für die Türme ganz wichtig und für Herring Hell. Ähm, Ihr habt in diesem Fight auf jeden Fall sehr, sehr viele verschiedene Positionen zu beachten und einzuteilen. Das ist eine Sache, die müsst ihr dann vorher mit eurer Gruppe machen. Oder wenn ihr über den Partyfinder geht, dementsprechend ins Makro gucken. Wir haben einmal für die Türme eine einzelne Position. Wir haben einzelne Positionen für die großen Spreads. Wir haben einzelne Positionen für die kleinen Spreads, für Zweimann-Stacks und für Rollen-Stacks. Dazu aber im Fight selber mehr. Meine Mauern sind Ultima ist der Raidwide AOE vom Boss. Der gibt uns zusätzlich nochmal einen 15 Sekunden Blutenstack. Oder debuff besser gesagt. Dann haben wir vorne einmal den Tankbuster. Der hittet mehrfach. Das heißt, ähm, da könnt ihr auch eure Involen ziehen. Jetzt haben wir die erste richtige Mechanik und zwar den Teilungsstrahl. Dafür müssen wir uns ein wenig spreaden, um zu gucken, was wir bekommen. Wir haben einmal diese zwei Standarten, die aus dem Boden rauskommen, die sich jeweils mit einem Spieler verbinden. Ich bin jetzt mit der linken Standarte äh, verbunden, bedeutet ich stelle mich hier oben bei der 1 hin. Der, äh, die Person mit der rechten Standarte stellt sich hier oben bei der 2 hin. Von da aus werden in Richtung des jeweiligen Spielers ein riesengroßer Cleef kommen. Zusätzlich bekommen zwei Spieler einen Stack mit Spinnennetz. Die stellen sich jeweils einmal auf die 4 und hier einmal auf die 3. Und es müssen zwei Personen mit diesen Leuten stacken. Die dürfen aber auch nicht zu dicht aneinander dran stehen. Das heißt, am einfachsten ist es, wenn sich einer rechts an den Rand und der andere links an den Rand mit in die AOE reinstellt. wenn der klief durch ist könnt ihr euch wieder ganz normal frei bewegen die leute die miteinander gestackt haben sind jetzt mit einem netz verbunden wo der spieler der den klief nach außen gebetet hat einmal durch diese netze durchlaufen muss um die spieler wieder zu befreien ganz ganz wichtig für die heiler derjenige der den klief gebetet hat der bekommt nochmal mal einen Blutungsdebuff, das heißt vergesst nicht die beiden Spieler nochmal separat zu heilen. So, da habe ich sie befreit und weiter geht's. Jetzt bekommen wir noch Pandemonischer Ring. Ähm, Pandemonischer Ring heißt, wir müssen reingehen. Sollte das nicht der Ring sein, dann bleiben wir draußen außerhalb der Hitbox. Übler Schritt ist ein Tankbuster ähnlich wie im Normal mit dem Unterschied, die Tanks müssen sich jetzt richtig positionieren, weil sobald Pandemonium mit seinen Füßen auf diese Türme draufschlägt, wird der Tank quasi über das Feld geschleudert. Wichtig ist, dass der Tank auf der 3 sich Richtung 2 schlagen lässt und der auf der 4 Richtung 1. Eins, um auf den einzelnen Plattformen links und rechts zu landen. Das ist eine Übungssache, das muss man einfach ein paar Mal probieren und da die richtige Position finden, um da auch nicht über das Spielfeld hinausgekickt zu werden. Großnetze. Die beiden Tanks plus ein Heiler und ein DD bekommen jetzt AOEs. Wichtig hierbei ist, das sehen wir hier ganz schön, dass die sich neben diesen Pollern hinstellen und gleichzeitig hier das Feld überlappen lassen, weil wir wollen nämlich damit eine Brücke erzeugen, damit die Tanks auch wieder zu uns rüberkommen können. Und wir für die späteren Mechaniken auch auf die kleinen Felder ausweichen können. Einmal rausgehen. Jetzt haben wir hier die Brücke gemacht. Das sind die Türme. Ähnlich wie im Normal Mode, dafür haben wir jeweils eine fixe Position, vorne links MT, vorne rechts OT, vorne Mitte ist der H1, direkt dahinter der H2, links und rechts an der Hitbox sind M1 und M2 und die beiden Ranges sind hinten bei den Markern A und C. Er macht jetzt den pandemonischen Ring, bedeutet wir müssen in die Hitbox gehen und müssen dann auf die Türme achten, so wie im Normal Mode. Wenn da Strahlen von dem Turm ausgehen, dann macht er einen Donut-Angriff. Wenn er das nicht tut, dann wird es eine AOE-Fläche. Da müssen wir uns den richtigen Safe Spot suchen. Jetzt kommt Spucknetz. Das ist ein äh, Spread. Hier ganz wichtig: ähm, dadurch, dass die sehr, sehr groß sind, muss der Main Tank mit dem M1 auf die linke Seite ausweichen, der Off-Tank mit dem M2 auf die rechte Seite. Und äh, die restlichen Range-Spieler, also die beiden Heiler und die Ranges, müssen sich dann in der Mitte des Spielfeldes verteilen nach Norden, Süden, Osten, Westen so dass sie die Poller dann nicht erwischen damit die damit nicht verbunden werden dafür gibt es dann aber auch fixe Positionen ja, Panemonischer Kollaps ist einfach nur ein linienförmiger Stack. Zusätzlich bekommen zwei Spieler noch einen äh, roten Marker, von denen oder in deren Richtung dann auch äh, linienförmige ähm, AOEs gehen. Bedeutet, die beiden mit dem roten Marker gehen links und rechts raus aus der Gruppe und die Gruppe stackt den Line AOE. Das haut ziemlich rein, da ist auch nicht verkehrt, Mitigation zu nehmen. Nachdem wir den Stack genommen haben, ihr seht es auf der linken Seite, haben wir schon Debuffs bekommen. Und zwar ist es so, dass wir hier unten bei unserem Summoner genau sehen, der hat einmal vier Personen mit sieben Sekunden und eine Person mit zehn Sekunden. Bedeutet, wir haben als erstes einen Rollen-Stack, den wir mit vier Personen nehmen müssen, und danach kommt ein einzelner Stack, also quasi ein AOE-Feld um uns allen rum. Wir machen das auf einer Plattform und nehmen das so, dass die DDs zusammenstecken und die Tanks und Heiler zusammenstecken. Es bekommt auch immer ein DD und ein Tank oder Heiler diesen Rollenstack. Dafür stellen wir uns ungefähr mittig hier und hier hin, stecken mit den vierer Personen und spreaden dann für den Einzelstack beziehungsweise für den einzelnen AOE auseinander. Das heißt, die beiden Rangers, die gehen nach hinten und die beiden Melees gehen nach vorne, beide Heiler nach hinten, beide Tanks nach vorne, so dass wir auch Lücken lassen, damit wir uns damit nicht gegenseitig treffen. Das ist ein bisschen knapp und ganz wichtig, sobald der Cast hier durch ist, könnt ihr euch auch schon bewegen, damit ihr ein bisschen mehr Zeit habt. Ultima wieder Raid-Wide AOE. Damit werden dann jetzt auch die Brücken zerstört. Nochmal einen Tankbuster. Den wieder mit Inbullen nehmen. Als nächstes bekommen wir vorne und hinten jeweils vier Türme. Dafür geben wir uns feste Positionen, damit jeder weiß, welchen Turm er nehmen muss. Die Türme machen selber kaum Schaden. Wichtig dabei ist einfach nur, dass die die Köpfe spawnen für die nächste Mechanik. So, wir sehen jetzt hier, dass die Köpfe Nummern bekommen haben. Es gibt zweimal die Nummer 1, zweimal die Nummer 2, zweimal die Nummer 3 und zweimal die Nummer 4. In der Reihenfolge werden die den Spieler fixieren, der am nächsten dran ist, und dann mit einem Knockback einen linienförmigen AoE schießen. Wir haben das so geregelt, dass wir die Reihenfolge Milis, Range, Heiler und Tanks hatten, ähm, weil wir den nicht alleine nehmen können. Bedeutet für die Tanks, die müssen jeweils ähm, alle Türme mitnehmen und müssen mit allen spielern sich knockbacken lassen bis zu ihrem letzten zu ihrem eigenen turm. ich stelle mich jetzt also davor, guck, dass ich auch schön gerade nach unten schieße. Ähm, ich habe jetzt durch die ansage meiner static gehört, ähm, welche reihenfolge wir haben. also ich wusste, dass hier unten jetzt nicht die zweier sind, sondern dass hier unten die vierer sind bedeutet, ihr müsst euch da am Anfang der Mechanik schon einmal umgucken, gerade wenn ihr als Zweiter oder als Dritter dran seid, wo denn eure Türme sind. Die Zweier sind jetzt hier, das heißt die Ranges, die stellen sich schon davor, die beiden Tanks wechseln rüber, stellen sich äh, quasi hinter den Ranges, so wie sie es gerade auch mit den Midis gemacht haben und lassen sich wieder nach oben kicken, während die Heiler sich oben schon bereit machen und sich vor ihren Türmen stellen. Das ist das sogenannte Curse Pattern. Das ist ein bisschen anspruchsvoller als das normale, weil der letzte Knockback oder der vorletzte Knockback diagonal gemacht werden muss, weil wir wissen, dass die beiden Viererköpfe unten links beim Marker A sind und die Tanks natürlich schnell genug da sein müssen, um dann auch ihre Türme quasi in die richtige Richtung zu baiten. Bedeutet, die Heiler müssen dann ihre Köpfe ein wenig diagonal schießen lassen. Ähm, als letztes noch: Sobald die Tanks gleich durch sind, kommt direkt im Anschluss einmal der Zweimann-Stack und dann wieder der Single Spread. Die Reihenfolge, äh, wie das hier ist, kann komplett random sein. Wichtig hierbei ist nur, es ist immer der Zweimann-Stack und immer der Spread. Ähm, nur die Reihenfolge ist da, wie gesagt, unterschiedlich. Dafür geben wir uns auch fixe Positionen. Ich weiß zum Beispiel, dass ich mit dem Main-Tank ungefähr bei der 1 decke und dann da auch spreade. Ähm, Heiler und Ranges bleiben hinten. Ähm, OT und M2 machen das Ganze bei der 2. So, ich wechsle jetzt rüber, damit ich unten von den Lasern nicht erwischt werde. Gehe zu meinem Main Tank und jetzt gehen wir beide auseinander, um dann den Spread zu nehmen und haben die Mechanik so aufgelöst. Direkt im Anschluss wird er mit Pandemonischer Strahl eine Spielfeldseite nochmal angreifen und dann kommt in der Richtung, in der er auch seine AOE schießt, immer diese Kugeln, die nochmal linienförmige AOEs machen, über das Spielfeld. Den müssen wir dann auch noch mal ausweichen. Raid wide Aoe. Tankbuster. Noch mal einen tankbuster die tanks werden wieder auf die spielfeldseiten rübergekickt also da müssen die tanks auch mitigation ziehen weil das haut auch ziemlich rein so da die tanks wieder einzeln sind kommen jetzt wieder die großnetze bedeutet wir bauen jetzt wieder unsere brücken ein dd und ein heiler wird dafür gemacht Und jetzt kommen direkt die großen Spreads, wofür wir uns wieder auf die Seiten aufteilen. Und direkt im Anschluss kommen die Türme. Das heißt, da muss man sich auch echt ziemlich beeilen, rechtzeitig in seinem Turm zu sein. Wir gehen wieder rein, weil Panomonischer Ring ist und suchen uns die Safe Zone. Nachdem die Türme durch sind, wird er seinen Kopf wieder in eine von beiden Richtungen bewegen und dort die Spielfeldseite mit einem AOE belegen. Gleichzeitig haben wir wieder zwei Debuffs bekommen. Bei Bond 3 ist es immer der einzelne Single-Target Spread und der Rollenstack. Nur in welcher Reihenfolge ist da wieder komplett random. In unserem Fall haben wir, wie wir es beim Summoner sehen, wieder zuerst den einzelnen und danach den Rollensteck. Dafür machen wir das diesmal so, dass egal in welche Richtung der Kopf sich dreht, DDs immer die rechte Seite haben und Tanks und Heiler immer die linke Seite. Ich als M1 gehe nach ganz oben, nehme hier den Single und gehe dann runter ungefähr auf Höhe vom Marker D, um da mit meiner Gruppe zu stecken. Ganz, ganz wichtig dabei ist: Wir bekommen jetzt gleichzeitig auch wieder die Kugeln, die linienförmige AOEs schießen. Da müssen wir mit der Gruppe gucken, dass wir den dann auch ausweichen. Das ist auch so mit einer der kniffligsten Phasen. So, wir haben jetzt auf den beiden Flügeln wieder diese Standarten, das heißt zwei Spieler sind damit verbunden, die müssen auf die jeweilige Seite gehen und müssen den nach unten rauslenken. Gleichzeitig werden die drei DDs, die übrig sind, weil es kriegt immer ein Tank oder Heiler und ein DD, also diese Standarte gehen die DDs auf die rechte Seite und die Tanks und Heiler auf die linke Seite. Einer der drei übrigen DDs, beziehungsweise einer von den Tank und Highland, die übrig sind, wird gleich ähm, diesen AOE-Stack bekommen, wo man sich wieder mit reinstellen muss, aber gleichzeitig genug Abstand lassen muss, damit man nicht zu nah aneinander dran ist und des aufgrund dessen stirbt. Der Spieler, der dann den AOE nach außen gelenkt hat, wird dann wieder die Spieler, die hier vorne miteinander verbunden sind befreien und dann geht man direkt wieder in die Mitte des Spielfeldes um sich dann hochheilen lassen zu können wieder der linienförmige AOE beiden Roten gehen raus aus der Gruppe Tankbuster Nochmal der Teilungsstrahl, jetzt sind wir in Herring Hell angelangt, dafür auseinander spreaden, damit ihr schnell genug seht, was ihr bekommt. Hierbei ganz wichtig, die beiden Spieler, die mit den Standarten verbunden sind, gehen nach außen, Richtung 4 und Richtung 3, um die AOE Strahlen nach außen zu lenken. Derjenige, der den Stack bekommt, stellt sich direkt auf D drauf. Die beiden Spieler, die gar nichts haben, stellen sich im Dreieck hinter demjenigen mit dem Stack auf D. Und drei Spieler bekommen hier noch ein AOE um sich, ähnlich wie beim Brückenbau. Das müssen wir nutzen, um uns unten auf A, B und C zu stellen und uns dort zu verteilen, weil wir unten am Spielfeldrand Ganz unten rechts und ganz unten links auch einen dieser Poller haben. Das bedeutet, wir müssen mit drei Leuten zusammen ein Netz bauen, um die nächste Mechanik überleben zu können. Ich gehe also nach unten, baue mit den anderen dreien die Brücke. Wir sehen hier, der mit dem Stack steht auf D. Dann haben wir hier einen derjenigen, die nichts abbekommen hat, und hier derjenige mit der Standarte steht hier bei D, der andere auf der anderen Seite. Die Mechaniken gehen hoch. Ihr seht, das ist ziemlich knapp, der AOE. Wir haben jetzt hier die AOE-Felder abgelegt. Da entsteht gleich das erste Netz. Gleichzeitig bekommen die drei Spieler hier, die beiden, die vorher nichts hatten, plus derjenige mit dem Stack, bekommen die nächsten AOEs. Die müssen jetzt warten, bis diese hier hochgegangen sind und sich dann auch noch mal hierhin verteilen, weil wir auch noch eine zweite Reihe brauchen von Netzen. Am einfachsten ist es hier, dass derjenige, der auf dem Stack stand, auf B geht, der rechts unten stand, geht auf C, der links unten stand, geht auf A. Die anderen Spieler, die können nach oben gehen, an die Hitbox ran. So, ihr seht schon hier, wir haben vorhin auch nochmal zwei mann und 1 stacks bekommen. Das kann hier auch genauso gut ein Rollstack und ein Ein-Mann-Stack sein. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall schon mal drauf achten und uns merken, was wir bekommen haben, weil das am Schluss auch nochmal aufgelöst werden muss. Hier in unserem Fall ist es aber erst der Zweimann und dann der Single. So, er castet jetzt seinen Herring Hell. Da schlägt er über 10 Sekunden auf dem Boden ein. Das ist ein richtig harter Healer-Check. Da ist auch ganz ganz wichtig, dass ihr eure Mitigation uptimet. Das heißt, in der ersten Phase der erste Tank, in der zweiten Phase der zweite Tank. Genau dasselbe mit den beiden Melee's, die da auch gerne Zermürben drauf machen können oder dem Range, der dann bei uns in unserem Fall den Schildsambar einsetzt. Ähm, Guckt auf jeden Fall, dass ihr das sehr, sehr stark mitigiert, weil nicht nur die Hits selber tun weh, ganz am Ende kommt auch nochmal ein ziemlich harter Hit, mit dem er uns nach hinten knockbackt, wofür wir die Netze aufgebaut haben, damit wir nicht nach hinten rausfliegen. Zusätzlich die beiden Tanks, die sollten weiter vorne stehen, weil die beiden, die am nächsten dran stehen, die bekommen nochmal etwas härtere Hits ab. Ähm, es gibt Schaden anhand des, der Distanz in der man sich zu dem Boss befindet, bedeutet alle anderen sollten nicht zu nah dran stehen. Hier, wenn diese Pfeile auf dem Boden auftauchen, sollten wir uns schon mal insoweit verteilen, dass wir uns gleich nicht gegenseitig mit dem Zweimann oder mit dem Einzelstack ähm, töten, beziehungsweise mit dem Einzelspread. Ich gehe also schon mal nach ganz links, weil ich nämlich auf der linken Seite oben mit meinem Main Tank gleich zusammen stacken werde. Für die Milis, da lohnt es sich auch den Charge für zu benutzen. Zweimal Stack und jetzt wird auseinander gespreadet. Und so kann man das Ganze überleben. Kleiner Tipp meinerseits, wenn ihr den Heal LB vorher nicht benutzt. Könnt ihr hier auch ungefähr nach den ersten drei Schlägen, um auf Nummer sicher zu gehen, auch nach den ersten vier Schlägen von Herring Hell ähm, den Tank LB ziehen, um, um euch die Mechanik ein wenig leichter zu machen und es für die Heiler ein bisschen leichter zu machen? Oh, alles was bis hierhin war, war die Pflicht. Jetzt kommt nur noch die Kür. Es kommt nichts wirklich Schwieriges mehr. Ähm, eigentlich nur noch eine neue Mechanik, die aber auch nicht weiter schwer ist und Wiederholung von Phase 1. Tankbuster, die Tanks werden wieder auf die Seiten gekickt. Jetzt werden wieder Brücken gebaut. Letzte Teilungsstrahl, die letzte neue Mechanik, ganz wichtig, aus der Mitte raus. Wenn ihr hier in der Mitte drin steht, bekommt ihr einen Debuff, der ziemlich weh tut. Und der Rest ist hier wie im Normal-Modus. Also sucht euch vorne das erste Feld, was hochgehen wird, stellt euch daneben und sobald die erste hoch hochgeht, macht ihr den Sidestep da rein. Dann seid ihr hier schon mal sicher. Ganz wichtig, er wird nachdem die Felder anfangen ihren äh, Rundgang zu machen... Hoch zu gehen, wird er sich noch mal in eine Richtung beugen und da noch mal eine Spielfeldseite mit einem AOE belegen. Zusätzlich kommen dann noch mal die Kugeln. Ihr werdet aber genug Zeit dafür haben, dem auch auszuweichen. So, er geht jetzt nämlich nach links rüber. Wir laufen ganz normal mit, gehen auf die Safe Zone und weichen jetzt den Kugeln aus. Pandemonischer Ring, wir müssen in die Hitbox. kommt nochmal Spucknetz, was nochmal der sehr große Spread ist. Jetzt direkt wieder zu den Türmen gehen. Sanctus, wir gehen nach draußen. Nochmal einen Stack. Und das war's auch schon. Der Enrage wird das zweite Herring Hell sein, wo wir keine Brücke bauen können und er einfach so lange ähm, auf uns draufhaut und dann nachher vom Spielfeld knockbackt. Ähm, der Enrage ist halt dementsprechend lang. Je nachdem, wie gut ihr eure Mitigation da nochmal nutzt und ähm, eure Heiler euch oben halten können, je nachdem, was sie an Ressourcen noch übrig hatten. Also verlasst euch nicht darauf, dass ihr noch sonderlich viel im Enrage machen könnt. Ähm, grundsätzlich ist die Damage-Anforderung, aber jetzt auch nicht so hoch bei dem Boss. Es ist äh, deutlich machbar, wenn man vorher alles insoweit clean spielt. Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr wieder mit dabei wart und äh, dass ihr meinen Guide bis hierhin geschaut habt. Ähm, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und ähm, drückt den Abo-Button, wenn ihr noch nicht getan habt. Schreibt mir auch gerne was Nettes in die Kommentare. Ich wünsche euch noch mal einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus.